Okay. War doch gar nicht so schlimm. Ich meine, ja, ein paar Mal. Hey, ich brauche deine Hilfe. Ich sende dir den Standort. Felicia, was läuft? Unglaublich. Na, Schatz, was auch immer. Ich erwartet, dass ich einfach angelaufen komme. Frau eben. Was erwartest du denn, Junge? Und was tue ich? Komme angelaufen. Naja, wie das für so ein braves Hündchen sich halt gehört. Jonah sollte vielleicht darüber berichten, dass einige... Hey Peter, ich habe nachgedacht und du hast vollkommen recht. Ich muss mich erstmal auf die Schule konzentrieren. Schön zu hören. Aber ich will aktiv bleiben, also habe ich mir das Basketballteam angesehen. Ist doch okay, oder? Ja. Sei aber vorsichtig. Bleib glaubwürdig. Mach nichts zu Auffälliges. Was denn? Naja, also kein Dank. Oh, klar. Natürlich. Miles? Es war bloß einmal und der Typ hat verdient. Es war so perfekt, ich wünschte, du wärst da gewesen. Miles? Ich mach's nicht nochmal, versprochen. Solange du anfängst, mit mir zu trainieren. Lass mich nachdenken. Cool, cool. Okay, Zeit für die Hausaufgaben. Ich muss los. Nee, ich warte über einen Beitrag von JJ und Jane müssen darüber, dass eine Reporterin halt harmlose Geschäftsleute halbtot schockt. Das ist Selbstjustiz, die gefälligst vermieden gehört. Und hey, ich finde, wir verhalten uns ganz gut. Wir demonstrieren MJ, dass uns der Sohn ja nicht so wichtig sein kann, wenn wir erstmal Pizza essen und kommen sofort angerannt, wenn Felicia was will. Also... perfektes Balancieren auf beiden Drahtseilen. Verdammt. Wie bin ich jetzt mit in die Situation gekommen, dass ich zwei Frauen gleichzeitig versuche zu haben? Es ist kompliziert. Es ist immer kompliziert. Ich habe gerade noch irgendwas gehört und dachte mir, hey, guck mal nach. Was gibt's, Kumpel? Nichts, ich will nur kurz deine Frau ausspannen. Sie war gerade so begeistert. Ich sollte mich öfters über die Straße schwingen. Also in Passantennähe. Ja? Nein? Doch, vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Sag was! Schwarzer Bildschirm. Was schauen wir uns da an? War ein Tipp von einem Freund. Hammerhead bewahrt etwas sehr Wertvolles in dem Büro über der Bar auf. Ziemlich viele Typen. Wenn sie mich sehen, ist mein Sohn tot. Ich lock sie raus. Du schleichst dich rein. Mein Held. Komm schon. Bitte. Wir brauchen sofort Verstärkung! Hab ich erwähnt, dass das nicht so geplant war? Ich wollte dich eigentlich sofort ausschalten. Okay, der nächste bitte. Hahaha.
Super Spider Smasher. Das war nicht nett. Ich hab was. Hammerhead hat sich einen Raum großen Tresor gekauft, um seine wertvollsten Gegenstände aufzubewahren. Wie ein entführtes Kind? Gibt es einen Hinweis, wo der Tresor ist? Noch keine Details, aber ich muss mir noch ein paar Geschäftsbücher anschauen. Such weiter. Manchmal wünsche ich ja, er wird einfach die anderen Leute umhauen. Habe ich ihn jetzt angenetzt? Ich habe ihn endlich angenetzt. Haha! Hier funktioniert gerade irgendwie gar nichts mehr. What the fuck, Leute? Mal hier, keine Brandbomben. Du bist also der Molly-Mann, ja? Der nur mit Mollys kann. Ich wollte ihn eigentlich unten einspinnen, aber du hast offenbar keine Lust darauf. Jetzt reicht's mit dem Mist! Greift ihn alle gleichzeitig an! Darf ich um diesen Tanz bitten? Wurde auch Zeit! Du bist alt und weich geworden. Alt? Hey, ich mag zwar älter geworden sein, aber nicht alt. Um mich zu sagen, du bist wunderschön. Auf ihn! Taktischer Angriff! Spinne. Bam. Strengt ihr euch überhaupt an? Alter Greifer! Du bewunderst meine Ausrüstung? Nein, ich hab nur... Vergiss es! Nein, dich! Darf ich mich mal einmischen? Nein! Mach ruhig! Du nicht! Volle Deckung! Oh, sehr schön. Sie tut mir nichts. Ich liebe dich! Wir sind ein gutes Team, Spinne! Gewöhn dich nicht dran! Volle Deckung! Mach mal was gegen den hier. Schon. Nein, hattest du nicht. Guck mal, Tische! Hey! Hör auf, meine bösen Jungs zu stehlen! Wer schläft, verliert. Ach komm, das ist doch kein Wettbewerb, oder? Ist das einer? Guck mal hier! Freiflug! Das hat gut getan. Du zuerst, Spinne. Nein, nein! Doch, doch! Hast du rausgefunden, wo der Tresor ist? Nein, aber wir grenzen es ein. Und da halten sie definitiv meinen Sohn fest. Ja, wenn wir schon dabei sind. Ich glaube, wir müssen da noch über was anderes reden. Vermisst du das manchmal? Was? Wie ich angeschossen werde, während du Sachen stiehlst? Ich habe versucht, ehrlich zu werden. Ich hatte einen Job ohne Aufbrechen oder Einbrechen. Und an Wochenenden sogar Jogginghosen an. Hab mich gefragt, wo du hin bist. Das muss schwer gewesen sein. Besonders mit einem Kind. Ich muss tiefer graben, wenn ich ihn finden will. Lass mich dir helfen, wenn wir schon zusammenarbeiten müssen. Manches mache ich lieber allein. Manches. Ich melde mich, wenn ich zwei Hände mehr brauche.
Nein, sie teast uns nicht mit dem Kopf über Kurs, überhaupt nicht. Hey MJ, was Interessantes auf dem Laptop gefunden? Ich entschlüssel noch die Daten. Bald müsste ich was haben. Gut, in der Zwischenzeit haben wir eine neue Spur. Wir glauben, Hammerhead hält ihren Sohn in einem Tresor fest. Aber wir wissen nicht, wo der Tresor ist. Sobald ich die Daten geknackt habe, können wir mit deiner Butter mein Brot schmieren. Spar dir einen anzüglichen Witz. Ich lass mir solche Vorlagen ungern entgehen, aber in Ordnung. Danke, MJ. Halt mich auf dem Laufenden. Versucht sie gerade mitzuhalten? Okay, ich hab noch Zeit. Mal sehen, was draußen in der Stadt los ist. Na nichts mehr, ich habe alles vernichtet, was da draußen los sein kann. Deswegen Spider Tower. Oder ist doch noch irgendwas aufgetaucht? Ich glaube nicht, oder? 96%. Ich habe so den Eindruck, nach dem nächsten war es das dann aber. Und wenn er ihren Sohn in einem Tresor hat, ist es garantiert irgendeine dumme Goldstatue. Wahrscheinlich von einer Katze. Jetzt wäre ich irgendwie überrascht, wenn es wirklich ein Sohn ist. Aber gut, das Spiel hat mich schon teilweise öfters mal überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie Tante May killen, von daher... Überrasch mich, Spiel! Lass es ein Sohn sein, lass es wirklich sein, das wäre mal interessant. Glaubt zwar keiner, der die Comics schreibt, weil da werden dann dauernd sämtliche Kinder rausradikalisiert. Aber egal. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Die Storys, die alle gekauft haben, sind die, wo Peter und Angie auf einmal Kinder haben. Voll von Material, in dem Spider-Man Black Cat über Hausstecher verfolgt. Und anscheinend werden sie von Horden junger Leute angefeuert. Sie werden Shipper genannt. Das hat nichts mit Schiffen zu tun, sondern leitet sich von Relationship ab. Denn entweder wollen sie in Spider-Man und Black Cat ein Liebespaar sehen, oder sie lehnen das völlig ab. Und darüber diskutieren sie ziemlich heftig. Ich glaube, so etwas nennt man Flame Wars. Wissen Sie, zu meiner Zeit hatten wir für solche Sachen keine Zeit. Und wissen Sie warum? Weil wir arbeiten mussten! Also hat J. Jonah Jameson einen Rat für unsere Jugend. Ihr seid Schipper, tretet in die Marine ein! Ah, wie kann man denn so grumpy sein? Ach siehst du, ich wollte nachgucken, ob wir Eddie... So, mal gucken. Spider-Man wieder ein Partner. Fenster zu ist gesichtet. Wenn wir eine Pizzeria aufgemacht haben. Gutes verliert. Antwort von I Love Pizza Eddie, deine Pizza ist echt lecker. Ah ja, genau. Oder nee, oder wie? Ich sehe nicht mehr durch. Eddies Pizza. Auf jeden Fall ist hier gerade eine Menge los mit Eddies Pizza. Von daher passt schon. Genau, hier. Deine Pizza ist echt lecker, aber sollst nicht nochmal über meinen Namen... Sollst nochmal über den Namen nachdenken. Warum? Na, wird schon. Ob Insomniac da mit einer Menge Shipper Probleme hat, wahrscheinlich, oder? Das werde ich auf jeden Fall bei YouTube, nicht bei YouTube, weil bei Facebook hochladen, diesen einen Snippet. Peter, ich habe endlich den Laptop entschlüsselt. Dieser raumgroße Tresor, von dem du gesprochen hast. Er wurde wohl in eine Schiffswerft in der Nähe von Hell's Kitchen geliefert. Dort muss auch der Junge sein. Danke, MJ. Ich rufe Alicia an. Um die Zeit bist du entweder einsam oder du hast was gefunden. Hoffentlich deinen Sohn. Ich schicke dir eine Adresse. Triff mich dort. Was wollte ich? Ach ja, genau. Die Comics, über die sich alle immer gefreut haben, waren die, wo Pete und MJ auf einmal ein Kind hatten. Ich meine, klar, außer damals bei Spider-Girl, aber da war das Kind wahrscheinlich schon zu groß und der Fokus nicht mehr auf Spider-Man, deswegen wollten alle wieder nicht. Und dann hat ja dieser tolle One-More-Day-Kram super eingeschlagen und alle haben es scheiße gefunden und naja. Lasst doch Peter mal ein bisschen älter werden. Ihr habt ja jetzt mittlerweile Miles, den könnt ihr als jüngeren Spider-Man hin und her schwingen lassen. Die machen hier schon alles ganz richtig. Vorausgesetzt, die machen es, was sie nicht tun werden, weil glaube ich nicht. Puh, wir werden es eh rausfinden in wenigen Sekunden, Minuten, Stunden, keine Ahnung. Ich muss erstmal den ganzen Tresorraum leerräumen.
Schatz, bist du da? Ja, ich warte. Ich warte immer noch.